Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer Folge 7 Days to Die. Tag 139, 7 Uhr. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir überhaupt die nächste Horde haben. Das müsste eigentlich nächsten Tag sein, 140, oder? Ich glaube, wir hatten 133 die letzte, dann wäre 140 die nächste. Meine ich zumindest. Das heißt, wir müssen so langsam wieder ein bisschen gucken. Ich bin jetzt auch gerade dabei, so die Fassade hier zu machen. Ihr seht, ich habe ja hier in der Nacht nochmal ein bisschen... ich habe hier nochmal das Dach weiter eingezogen für die Garage. Da habe ich jetzt den mittleren Part nochmal freigelassen. Ich weiß noch nicht, ob wir das komplette Dach... Aber ich denke mal, wir werden sicherlich einen Teil des Daches werde ich wieder mit Glas ausbauen. So ähnlich so wie hier drüben. Mal gucken, ob das dann halt genauso wird. Also auch so mit ein bisschen Abstand. Hier ist es ja eher dafür gedacht, dass man da eben... dass man da an der Stelle... halt im Licht kriegt für die ganzen Pflanzen. Ich wollte sagen, irgendwas, ich höre doch da irgendwas. Okay. So. Und schon wieder ist Ruhe. Aber ich höre trotzdem noch irgendwas. Ich meine, die sind da hinten drin. Außerdem ist hier noch ein kleines blaues Bag. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Ach, da sind sie. Da sind sie ja. Na, meine Kleinen. Juckt euch auch mal wieder der Schädel. So. Sehr schön. Aber da drin sind, glaube ich, auch noch mal welche. Ach, guck. Da drüben ist Sanne. So. Muss mal gucken, weil hier waren, glaube ich, auch mal ganz gerne Zombies. Ach, wenn ich mich noch so an die Zeit zurückerinnere, wo wir hier noch drauf gewohnt haben. Ha, das ist... Das waren noch Zeiten damals. Oh, ja moin. So. Noch mehr. Ah, da kommt noch eine Mutti, okay. So. Noch wer? Noch jemand ohne Fahrschein? Das waren noch Zeiten. Ich weiß noch, wo sie bei uns auf dem Dach durchgedrungen waren. Okay, ich glaube, hier ist alles leer. Als sie auf dem Dach durchgebrochen waren, was ja daran lag, dass wir die Wendeltreppe hatten sie ja doch gefunden. Von der wusste ich ja noch nicht mal was. Ach, das waren noch Zeiten. Wo wir hier drüben schön gefightet haben auf dem Dach. Was hat auch bis zum Ende ganz gut funktioniert, ne? Da sind wir, glaube ich. Ja, ich glaube, sie hatten hier, glaube ich, mal weggehauen. Also immer fürs Erste war die Basis eigentlich recht gut, muss ich sagen. Das waren also die ganzen Relikte hier. Und jetzt guckt euch mal diesen Prachtbau an. Ja, und da war ich um halt jetzt gerade dabei, ne? Da hatte ich jetzt schon die Ecken gezogen. Und da vorne halt jetzt auch, ne? Sodass wir ja da wieder auch beim Dach so einigermaßen wieder vorankommen. Und wie gesagt, wir haben nächsten Tag schon wieder Hordentag. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, dass wir nochmal Electric Fences bauen. Weil die müssen wir, glaube ich, nochmal nachbauen. Davon hatte ich, glaube ich, nicht mehr so viel. Können wir gleich mal gucken. Die waren ja sowieso relativ günstig, meine ich. So, Munition ist auch wieder satt dabei. Sehr gut. Sehr schön. Naja, gut, das wird wahrscheinlich dann jedes Mal ein bisschen schwieriger werden. Aber ein bisschen Munition haben wir da. Wir haben ja auch drüben noch was. Das ist auch nicht so das Problem. Ach so, und Lehm brauchen wir ganz dringend noch. Lehm brauchen wir auch nochmal. So, die können wir mal zerlegen. Die brauchen wir tatsächlich nicht. Wasser haben wir dabei. So. Wasser holen wir auch fleißig ran. Das ist gut. Genau. Davon hatten wir jetzt nicht mehr so viel. Den müssten wir dann nochmal wieder herstellen. Stahl hatte ich eigentlich auch schon mal wieder alles benutzt. Da haben wir wieder 200. Da haben wir noch ein bisschen. Machen wir da nochmal eine halbe Stunde rein.
Ja, Lehm müssen wir auf jeden Fall gleich noch organisieren. Das nützt alles nichts. Weil wir haben nämlich zum Beispiel auch kein Lehm mehr für die Schmiede hier. Da ist nichts mehr drin. Und wir haben 11.421 Messing da drin. Ja, also von daher so langsam so ein bisschen. So, und da haben wir Stein drin. Das heißt, wir könnten hier eigentlich auch mal kugelsicheres Glasblock auch mal herstellen. Wie viel können wir da maximal machen? 12. Na, das ist zwar jetzt nicht allzu viel, aber egal. Das drücken wir erstmal durch. Dann haben wir erstmal 12 Blöcke. Dann würde ich mal sagen, dann würden wir dann auch hier anfangen. Dass wir das Dach auch mal fertig kriegen und dann das Garagendach fertig kriegen und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. So, Teile. Teile. Dann packen wir das erstmal unter Werkzeuge erstmal das rein. Dann könnten wir gleich... Nochmal, lass uns mal Lehm organisieren. Es war jetzt nicht unbedingt aufregend, Lehm auszubauen, abzubauen, einzulagern. Aber wir brauchen Lehm. Das ist wirklich essentiell momentan. Ohne Lehm können wir nichts machen. Ohne Lehm wird das nicht. Ohne Lehm haben wir ein Problem. Ah, reimt sich sogar. Ohne Lehm haben wir ein Problem. So, lass uns mal ein bisschen Lehm abbauen. Also zwei Stacks wäre, glaube ich, schon zielführend. 12.000 Lehm. Weil wir brauchen Lehm halt für Munition momentan und eben halt auch für Stahl nachher. Beziehungsweise für Eisenherstellung. Stahlherstellung, Entschuldigung. Lang graben, ziehen. Für solche Arbeiten ist natürlich die Bohrmaschine, ich fast gesagt, ist natürlich hier der Bohrer, natürlich prädestiniert, ne? Einmal zack rein. Haben wir da eigentlich auch eine Mod drauf? Eine Schaufelmod haben wir nicht drauf, ne? Na, wir haben auch keine Schaufel dabei, schade, sonst würden wir ein bisschen schneller, wären noch schneller mit dem Lehm. So. Aber gut, es ist nicht so dramatisch. Lassen wir mal. Wollen wir hier noch abbauen? Bisschen breiteren Kram oder tiefer machen? Breiter oder tiefer? Ich wäre fast eher für tiefer. Ich glaube, ich hole mir doch nochmal eben die Schaufelmod. Ich hoffe, dass ich noch eine Schaufelmod da habe. Ansonsten müssen wir mal die aktuelle Schaufelnummer nehmen. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Mal schöne Schaufelmod reindrücken. Mal gucken wir mal. Teile, Midi, Werkzeuge. Ne, da ist die Batterie dran. Schaufelmod. Guck mal, da haben wir doch eine Schaufelmod. Meine ich doch. Mehr Schaden gegen Erde. Mehr Schaden gegen Erde. Verändern. Da haben wir sogar noch einen Modplatz frei. Perfekt. Da sind wir nämlich mal insgesamt ein bisschen schneller dabei. So. Aber nur bis hier. Hm. Ja, guck mal, siehst du mal. Ah, das macht schon ordentlich, macht schon was aus. Na, war klar. Na, Mutti, gib mir einen Knüppel. Ich will dich knüppeln, bitteschön. Einmal aus dem Leben geprüft. Oh, da kommen sie an. Ach du grüne Neue, was kommt da alles, alles angerockt? Okay. Da kommt er auch. Och, was macht ihr denn? Sag mal, machen Sie mal meine Laterne kaputt. Haben wir den tatsächlich gerade... Nee, das ist...
Nix. So. Da kommt mir plötzlich so eine fette Horde angerannt. Was ist das denn? Oh, jetzt wird's doch dunkel wieder. Oh. Du bist nass. So, wenn wir hier unten den Boden wegkauen, müsste eigentlich auch das Rohr weggehen. Tada! So, jetzt komme ich aber selber nicht mal raus. That's a problem. Ja, kein Problem. So, dann machen wir hier noch ein bisschen. Na, 6000 Leben, da können wir schon ein bisschen was mit anfangen. Wir müssen ja sowieso erstmal wieder einschmelzen, insofern passt das. Aber wir müssen nur halt für Munition, wir brauchen die Hülsen. Sei denn, wir kaufen auch noch ein bisschen Munition, das können wir auch nochmal machen. Aber ich denke mal, momentan sind wir ganz gut aufgestellt in Munition. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, wir wollen ja immer noch mal so ein Hochhaus machen. Und vielleicht auch nochmal so die High-End-Mission. Ja, guck mal, hier haben sie auch schon mal ein bisschen reingeprügelt, ne? Also 10.000, wir machen noch bis 12. Müssen wir auch gleich sehen, dass wir eben noch ein paar Electric Fans noch fertig kriegen. Ich meine, wie schon gesagt, ich glaube, von denen habe ich keine mehr. Können wir gerne noch ein paar mehr herstellen. Die gehen ja sowieso mal wieder kaputt, aber das war ja in so einer Sollbruchstelle, wo ich auch gesagt habe, okay, das passt schon. So. Gut, hier haben wir ein bisschen tief geschürft hier an der Stelle. Haben wir das Stück jetzt noch mit oder nicht? Ja, machen wir später. Irgendwann brauchen wir wieder Leben. Da müssen wir jetzt nicht ständig hier graben. Ach, also ich meine, machen kann man natürlich noch etliches, ne? Wir können hier die Bodenplatte, könnten wir hier noch weiter ausweiten. Man könnte hier einen fetten Graben drumherum setzen, dass die Zombies da reinfallen. Dann könnte man da das alles voll machen mit Spikes und so weiter. Oh, man könnte hier so viel machen. Ich sag mal, bei der 1.0 nachher bei 7 Days, da wäre ich auch fast geneigt, ein größeres Projekt halt anzugehen, was man vielleicht auch über mehrere Staffeln vielleicht nicht, aber was man halt ein bisschen länger ansetzen kann. So. Achso, wir wollten noch was gucken, was noch was kaufen bei... vergiss Elixier, ne? Ja, komm, vergiss Elixier, das packen wir jetzt mal ein bisschen nach hinten, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen erstmal... Electric Fences. War das hier? Electric Fences. Electric Fences. 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 Eisen und elektrische Teile. Eisen und elektrische Teile. Mechanische Teile. Haben wir keine elektrischen Teile mehr? Ach so, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo die sind. Moment, ich glaube, wir haben die... Ich
Ich glaube, wir haben die unten in der Kiste drin zum Reparieren. Dann müssen wir gucken. Es kann sein, dass wir nicht mehr so viele haben. Also müssen wir tatsächlich vielleicht nochmal los und nochmal elektrische Teile organisieren. Beziehungsweise generell mal wieder auf Loot-Tour. Ich meine, wir sind ja... haben wir ein bisschen Stahl. Guck mal hier. Aber wir haben nur noch 256. Das ist nicht viel. Das ist tatsächlich nicht viel. Also da müssen wir mal gucken. Also alles voller Kohle, sehr gut. Naja, alles voll will ich auch nicht sagen. Das ist auch endlich. Aber wir brauchen auf jeden Fall für den nächsten Tag. Für den nächsten Tag brauchen wir dringend nochmal wieder ein paar Electric Fences. Sonst haben wir echt Geburtstag. Wir kommen zwar auch ohne Electric Fences, glaube ich, ganz gut klar. Haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Aber die Zombies brechen dann auch schon wieder schneller durch. Also, das würde ich schon ganz gerne vermeiden. So, hier ist Munition noch an der Mache über 1000. Das ist gut. Wie viel können wir maximal machen? 33. Machen wir mal... Wie viel haben wir denn insgesamt in der Basis? Waren ja auch alle kaputt. Bin schon fast am Überlegen. Ja, komm, lass uns die 33 tatsächlich machen. Die brauchen sowieso 19 Minuten, weil wir müssen ja erstmal noch die Electric Fences bauen, die sie komplett weggekloppt haben. Das waren ja schon fast alle, bis auf 3, 4, 5, 6. Und dann müssen wir nochmal wieder ein bisschen Reserve haben. Also lass uns da nochmal ein bisschen... investieren. So, dann haben wir noch ein bisschen Lehm, vor allem Sand. So, da packen wir das Stein mit bei. Lass uns mal die Hälfte Blei noch hier mit reinnehmen. Stein sieht ganz gut aus. 18.000, okay. Das nehme ich mit. Blei mit rein. Und Lehm. So, ein bisschen Lehm mit einschmelzen. Eisen haben wir auch nicht mehr wirklich viel drin. Das auch mal wieder abbauen. Und hier müssen wir auf jeden Fall Lehm machen. Zack, zack, zack. Am besten gleich schön rein. Da sind meine Blöcke. Mal eine halbe Stunde. Ja, eine Stunde. Machen wir eine Stunde. Mal eine Stunde rein. So. Lass erstmal ein bisschen Lehm rankriegen. Wir brauchen dringend Lehm. Wie viel Lehm brauchen wir pro Hülse? Ein. Okay. Sehr schön. Aber dann können wir erstmal ein bisschen Lehm einschmelzen. Da können wir jetzt schon 60 Hülsen herstellen. Lassen wir aber erstmal durchlaufen. Crafting, da kann Gras rein. Dann haben wir jetzt 344 Stahl. Das heißt, wir können 34 Blöcke aufwerten. Das können wir auch gleich nochmal machen. Mit Hinblick eben auf die Horde. Das ist, müssen wir ein bisschen gucken. Obwohl, warte mal, wir gehen erstmal runter. Wir reparieren, glaube ich, erstmal... Wir reparieren, glaube ich, erstmal unten den Part, weil da eben halt mehr Schaden rausgehauen wird. Okay, haben wir eigentlich alles da. Dann reparieren wir nämlich dann erstmal die Feral Main Base. Und oben, wo wir da hocken, das war auch schon mit Stahl aufgewertet, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Da, bis da tatsächlich mal ein Block kaputt ist, dauert das eine Weile. Aber da werden wir höchstens angekotzt. Aber hier müssen wir schon so ein bisschen... gucken. So, und dann... schön aufwerten. Gut. Dann machen wir mal neue Spikes hin. Die müssten wahrscheinlich repariert werden. So, und dann machen wir die noch fit. Die Leitern sind aber auch immer hart beansprucht. Aber siehst du mal, selbst die Leitern haben schon ordentlich Schaden genommen. Ansonsten ist es überschaubar. Aber jeder hat hier einen Crackle, ne? So ein bisschen.
Kostet natürlich auch nicht was. Also da sieht man mal, dass man wirklich noch etliches an Stahl noch reinbuttern muss. Da haben wir ja schon mal wieder zwei Stahl reingehauen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon extrem hart hier. Also es ist schon ganz gut gegen Demolisher hier, der ganze Kram. So, wir machen mal hier weiter. So, hier müssen wir auch gleich nochmal eine Leiter setzen. Zwei Leitern sogar. Okay. Zack. Ne, warte mal, wir müssen es hier ersetzen. Ah, ich kriege hier irgendwie keine Leiter. Doch jetzt. Okay. So, sehr schön. Hier muss noch eine Leiter hin. So. Guck mal. Das nimmt doch schon langsam Form an. So vier Blöcke können wir noch. Und dann haben wir noch drei Stahl, das war's. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen Stahl organisieren. Hier nochmal ein bisschen reparieren. So, siehst du mal. Ah, ist ja schon gut. Dann müssen wir da oben dann noch ein bisschen Stahl raufbröseln, dass wir da noch ein bisschen safer sind. Machen wir alles noch. Hier fehlt auch nochmal Stahl, ne? Also hier müssen wir auch nochmal ordentlich reparieren. Geil wär's, wenn du bei der Drohne, wenn du bei der Drohne, die mit dir mitfliegt, wenn du da eine Reparaturmod drin hast, die automatisch alles in einem bestimmten Radius repariert. Und natürlich gesetzt dem Fall, dass du das Material dabei hast. Aber dass eine Drohne automatisch repariert, das wäre auch nochmal ganz geil. Da könnte man sich hier einfach hinstellen, so die Drohne macht da ein bisschen. Das wäre auch schon mal ganz nice. Ja, aber ansonsten, glaube ich, brauchen wir uns nicht beschweren. Unsere Feralbasis funktioniert. Ist zwar natürlich munitionslastig, aber ich denke, das passt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie man eine Basis baut, die möglichst ohne Munition läuft. Ich glaube, das ist fast gar nicht möglich. Es sei denn, du baust deine Basis wirklich so intelligent und so gut, dass du überwiegend mit elektrischen Fallen arbeiten kannst. Ja, dass du zum Beispiel eine Electric Fence nimmst, zum Beispiel einen elektrischen Zaun nimmst und dann meinetwegen noch diese Electric Blades. Was eben halt so, und dann eben noch idealerweise vielleicht noch ein paar Spikes dazu. Dann vielleicht noch kombiniert mit diesen Barbed Wire Fences. Sowas irgendwie, dass die Zombies sich wirklich aufreiben an deiner Basis, ne? Aber ich glaube, da macht es dann eher auch die Masse. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, also im Großen und Ganzen kommt man nicht so an Munition vorbei. Ja, ist ja gut. So, kommen noch welche? Ah, da kommt noch eine Schreine. Oder auch nicht. Ja, naja, die kommen natürlich wegen der ganzen Schmieden, die wir gerade anheizen, wie blöd. Da sie natürlich keine Chance mehr haben zu schreien. Ja, das ist das, was mir noch tatsächlich fehlt. Das sind diese Selbstschussanlagen.
die Selbstschussanlagen, die man oben an den Ecken postieren kann. Falls da irgendwelche Schreierinnen kommen, dass dann wirklich die Selbstschussanlagen wirklich loslegen. Können wir die nicht bauen? Tatsächlich? Ich muss mal gerade gucken. Können wir die nicht sogar bauen? Dann müssten die ja hier sein. Ne, wo sind die denn? Warte mal, Geschützturm. Geschützturm da. Schrotflinte? Nee, Schrotflinte am liebsten nicht. Weil die finde ich tatsächlich nicht so geil. Maschinenpistolen, ja, die müsste ich haben. Automatischer Maschinenpistolen-Geschützturm. Die haben wir auch tatsächlich nicht. Alles klar. Jo, den müssten wir, eigentlich haben. Den würde ich mir tatsächlich bauen und dann hier auf die Ecken setzen. Also generell auf die Ecken. Also hier auf die Ecke, da auf die Ecke, da auf die Ecke. Ich höre noch was rascheln, aber nö. Damit, falls mal irgendwelche Zombies kommen, eben halt auf die Schreierin, dass wir die eben legen können. Wobei es natürlich dann schon Sinn macht, zwei Geschütztürme erstmal hier zu setzen. Und zwar ein Turm da und ein Turm da. Weil die meistens eher hier angreifen, weil das die Schwachstelle ist von der Basis. Sonst kann man nicht meckern, die Basis ist echt solide. Also da geht da nichts drüber. Ich sagte ja schon, die Basis hier ist mittlerweile so massiv. Also die Basis ist fast schon so massiv, dass man die auch locker als Hordenbasis nehmen könnte. Deswegen ist eben halt der Gedanke auch für die nächste Staffel, ob man nicht wieder eine Gemeinschaftsbasis baut. Das heißt, eine Basis, wirklich nur eine Basis, die sowohl als Feralbasis als auch als Zentrallager gilt. Man kann dann erstens eher nochmal gucken, ob man dann vielleicht mal außerhalb vielleicht mal nochmal Basen baut, so kleine Lootbasen oder sowas, das könnte man auch nochmal machen. Aber ich habe mich bis jetzt in keiner Staffel umgesetzt. Lass mal ab. So, Maschinenpistolen-Geschützturm. Das kann ich eigentlich wegpacken, weil ich brauche nicht verfolgen, weil ich kann es... Moment. Das Schrotflinten-Geschützturm, das geht. Aber Maschinengeschützturm nicht. Maschinenpistolen-Geschützturm, der geht nicht. Da. Den müsste ich eigentlich haben. Und dafür fehlt mir das Rezept. Maschinenpistolen geschützt und verfolgen. Naja, genau. Den will ich aber nicht. Ich wollte das eigentlich auch nicht, sondern da müsste ich eigentlich mal hier gucken. Das müsste unter Robotik laufen. Nee, das läuft nicht unter Robotik. Warum dann läuft das denn? Fallen? Das läuft unter Fallen wahrscheinlich. Ach, guck hier. Da ist das. Da ist das. Fortgeschrittener Ingenieur bräuchte ich dafür. Fortgeschrittener Ingenieur. Ich glaube, ich habe auch 5. Da habe ich 5 von 5. Also eigentlich müsste ich davon Hefte ohne Ende finden. Habe ich aber nicht. Tja. Das habe ich nicht. Und wie ihr seht, ich brauche allein schon so viel Beton hier wieder. Alles nochmal schön mit Beton aufwerten, das wär's nochmal. Und einmal hier schön so durchflügen. Das ist so ein schönes Gefühl, weißt du, wenn du so viel Material hast, dass du einfach nur durchgehen kannst und bap. Aufwerten. So.
Das ist schon ganz gut. Also ich muss sagen, die Basis ist mir doch recht gut gelungen, muss ich sagen. Vor allem nachher auch mit der Feral-Basis. Und so eine Art würde ich es tatsächlich auch beim nächsten Mal wieder bauen. So eine Art, jetzt nicht genauso. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ne? Hier ist halt die Zentralbasis. Dann ist hier dieser Steg und darüber ist dann da ist dann diese Feral-Basis. So eine Art würde ich es vielleicht auch bei der Pyramide machen, nur halt in ganz groß. Und dann müsste man eben halt mal sehen. Das ist, wie man das konkret macht. Ob man da eine Tempelanlage baut und dann eine separat abgesetzte Feral-Basis oder irgendwie sowas. Nun muss natürlich dahin die Pyramide so groß sein, dass das natürlich ein bisschen hervorsticht. Ne? Das muss natürlich eine riesenfette Anlage sein. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen, was wir da machen können. Aber ich denke mal, da geht schon was. So, dann würde ich aber auch mal sagen, wenn ich hier ein bisschen weiter ausbaue. Machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen, würde ich sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.